Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, normalerweise sind ja die Grenzen zwischen den Welten, möchte ich das mal sagen, sind die ja relativ fest und undurchdringlich. Es gibt aber im Jahr immer bestimmte Konstellationen, bestimmte Tage, an denen die Grenze zwischen unserer Welt, die wir ja als Realität bezeichnen, und der, ich sag mal, geistigen Welt, wo diese Grenze durchlässiger ist. Und zu diesen Tagen gehören die rauen Nächte nach Weihnachten und eben auch immer die Tage um den Neumond im Skorpion. Der Skorpion ja ohnehin das Zeichen der Magie, der Mystik, der Geheimnisse. Und der Neumond im Skorpion bedeutet daher immer auch ein tiefes Mysterium, eine Durchdringung dieser Dimension, dieser Wende. Und heute ist es soweit. Und zwar ist dieser Neumond, der Neumond ist ja immer einerseits das Ende des alten 29 Tage dauernden Sonne-Mond-Zyklus und zum anderen der Beginn des neuen Sonne-Mond-Zyklus. Das heißt, der Neumond ist eben immer auch ein Beginn von etwas, der normalerweise aber nicht sichtbar ist, weil ja der Mond schon etliche Grade, bevor er die Sonne erreicht und etliche Grade, nachdem er die Sonne erreicht hat, ja am Himmel nicht sichtbar ist. Er ist unsichtbar, er ist verschwunden. Und das ist natürlich irgendwie viel früher für die Menschen, die noch nicht diese wissenschaftliche Sicht hatten, natürlich dieses, kommt der Mond denn überhaupt wieder, ne, bleibt uns, haben wir jetzt nachts kein Licht mehr. Das war schon immer dramatisch und deswegen wurde ja auch das Auftauchen dann der Mondsichel nach dem Neumond ja auch immer als besonders glücksverheißend auch angesehen. Von daher dieser Neumond eben auch irgendwie eine sehr mystische Konstellation. Und in diesem Fall heute ist es nicht nur der Beginn eines neuen Zyklus, sondern es ist auch eine partielle Sonnenfinsternis, die sogar in Deutschland sichtbar sein wird, wenn der Himmel mitspielt. Können wir es heute Mittag so zwischen 11 und 13 Uhr schätzungsweise, können wir dann hier die Verdunkelung bis zu 41% der Sonne durch den Mond erleben. Also Sonnenfinsternis und die Sonnenfinsternis oder Finsternisse allgemein, Sonnenfinsternisse kommen gar nicht so häufig vor, aber gelten in der Astrologie immer als besondere Zeichen. Früher natürlich, wo alles noch viel stärker vom Aberglauben bestimmt war, natürlich als unheilvolles Zeichen. Ne? Heutzutage würde ich davon abweichen und sagen, das ist nicht unbedingt unheilvoll, aber es weist auf etwas hin, es zeigt uns einen Weg. Und gleichzeitig ist dieser Neumond, diese Sonnenfinsternis auch hier in enger Konjunktion mit Venus. Sonne und Venus marschieren ja seit einigen Tagen im Gleichtakt. Hier im zweiten Grad oder im dritten Grad oder der Grenze dazwischen zum Skorpion. Skorpion ja das Zeichen der Wandlung, der Transformation. Und wir brauchen uns, glaube ich, nicht viel fragen, was transformiert, was gewandelt werden muss, wo die Notwendigkeiten in dieser Welt sind, dass sich die Dinge mal verändern. Und das gilt auch für uns, denn der Skorpion ist ja, wie ich immer gerne sage, der Klempner im Tierkreis. Er sorgt dafür, dass der Abfluss wieder frei ist, nicht? Und wenn da irgendetwas den Abfluss verstopft, dann braucht es halt eine Transformation, um diese Verstopfung zu lösen, damit es wieder fließen kann. Und solche Dinge gibt es auch in uns. Dazu gehören zum Beispiel Ängste, Ängste, die nicht rational sein müssen. Rationale Ängste sind ja etwas Gutes. Sie verhindern ja, dass wir in Gefahr geraten, sondern irrationale Ängste, die wir irgendwann mal in der Prägung oder so aufgenommen haben und die uns daran hindern, in unsere Kraft zu gehen, der Mensch zu sein, der wir sein könnten, diese Transformation, diesen Wandel durchzuziehen. Und manchmal muss das Licht eben auch mal verdunkelt werden, muss es dunkler werden, ne, damit wir irgendwie auch einmal in diesen dunkleren Bereiche uns vorwagen auch. Ne, von da ein schicksalsträchtiger Tag heute, der natürlich begleitet ist auch noch von anderen Konstellationen. Ich gehe jetzt mal auf die Stellung von heute Morgen.
Na, hier sehen wir der Mond im letzten Grad der Waage. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, der Mond wird dann gleich um 9.18 Uhr in den Skorpion wechseln. Und dann kommt es eben um 12.49 Uhr exakt zur Sonnenfinsternis, zum Neumond. Gleichzeitig steht heute Merkur, der sich noch in der Waage befindet, im Quinkungs zum Neptun. Also auch hier Merkur und Neptun in Verbindung. Neptun, auch das eine sehr mystische Stellung, eine sehr spirituelle Stellung. Also ein Tag, um es auch mal pragmatisch zu sagen, ein Tag, wo wir nicht unbedingt erwarten dürfen, dass alle Dinge funktionieren, dass wir sozusagen im Alltag, dass alles reibungslos abläuft, sondern das Innere, die inneren Gefühle, das, was angeregt wird, das, was sich auch nur schwer in Worten beschreiben lässt, das kommt, ist heute in den Vordergrund. Deswegen sollten wir uns gar nicht so viel vornehmen, sondern eher innere und äußere Beobachter sein, wenn uns das möglich ist, und uns nicht wundern, wenn uns die Dinge so ein bisschen heute entgleiten oder nicht so richtig funktionieren. Dazu kommt ja auch noch das Ende der Woche, das besprechen wir die nächsten Tage mal, oder ich, Mars ja hier im Zwilling rückläufig wird, also jetzt allmählich in den Bereich kommt, wo er quasi sich gar nicht mehr bewegt. Zwar sind Saturn und Pluto wieder direktläufig, aber auch beide noch im Bereich, erstmal wieder in Gang zu kommen. Das hier ist also mit dem Neumond sicherlich so eine Art Zwischenstation, was eine Wendung bringen könnte. Ne? Das könnte so ein Wendepunkt auch sein. Auch weil Jupiter zurück in die Fische geht, also einige Aspekte, die alten Aspekte, das Saturn-Uranus-Quadrat läuft auseinander, jetzt schon über ein Grad auseinander. Saturn wird ja direktläufig aus dem Wassermann bis in die Fische durchlaufen. Das Quadrat verschwindet hier also aus der Sichtbarkeit allmählich, also neue, alte Energien gehen, neue kommen, auch das eine Art von Transformation, die mit diesem Neumond, der noch nicht alle Auswirkungen deutlich zeigen wird, aber die Ansätze davon werden sichtbar sein, meiner Meinung nach, mit in Gang bringen wird. Ja, alle weiteren Aspekte jenseits dieses Neumondes heute bespreche ich dann morgen und in den nächsten Tagen. Klar ist, dass nach dem Neumond der Mond natürlich dann zunehmend ist. Wir sind dann im neuen Zyklus. Und dass da in den nächsten Tagen einige interessante Aspekte anstehen. Aber heute konzentrieren wir uns erstmal auf den Neumond. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag, einen interessanten, intensiven Neumond und melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.